Dann haben wir folgende Lage. Also, La Pessange wurde neuerdings komplett von einer nicht identifizierte Gruppe komplett zerstört. Es kam erst Mörserbeschuss, danach gingen die Leute durch und haben gebrandschatzt und geklaut. Der Rest aus diesem Dorf, Überlebende, hat sich nach Virginie zurückgezogen. Dort ist ihr Auftrag, sich dort einzuschanzen, einfach unterstützen, soweit es geht, humanitäre Hilfe leisten. Polizeikräfte sind bereits vor Ort, aber die können bei weitem nicht gegen die Macht, die wahrscheinlich dort durch La Pessange durchgewandert ist, gegen ankommen. Deshalb werden sie dorthin gucken, unterstützen und alle nebengebliebenen Leute schützen. Ob irgendwas passiert, wenn was passiert, wissen wir nicht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass sich die Gruppe, ja, es wurde sich noch nicht bekannt, ob es irgendeine Terrorgruppe ist oder sonstiges, dass sie nach Süden abgezogen ist. Wir gehen davon aus, dass sie sich regroupt, dass sie vielleicht, ist sie komplett weg. Das gilt noch herauszufinden. Dennoch wurden wir vom Governor von Malden angefordert, dort erstmal zu verweilen, die Zivilisten zu schützen und so gut es geht, alles abzuregeln. Absetzen. Gut. Motor aus, absetzen. Endlich mal wieder mal die Beine mal vertreten. Ah! Komm ich auch nicht. Volker, da ist kein Helm auf. Ich hab mich nur freiwillig gemeldet, als ich gehört hab, was hier passiert ist. Mich hier ins Zug versetzen lassen. Eigentlich besser? Ja. Naja, wenn du Headshot kriegst, dann ohne Helm ist scheiße. Tat. Will ich ein Flugzeug? Motorrad oder Quad? Das hier könnte ganz gut sein, weil das so erhöht ist. Sehen, wie es hier vorne aussieht. Hört ihr das auch? Motorrad oder Quad? So, was taugt das denn hier? Das ist, glaube ich, nicht verkehrt hier, ne? Könntest du ein bisschen lauter reden, Robert? Das hier taugt eigentlich ganz gut, glaube ich. Ja. Können wir zumindest hier über die Freifläche wirken. Können ein bisschen in den Weinhang da reingehen, ein paar Weintrauben essen. So, wir haben hier ein gutes Fenster. Das ist auch ein gutes Fenster. Das sieht irgendwo rechts von uns an. Dann machen wir hier noch, wird man noch irgendwas buddeln hier vor die Tür, ja, dass man rein und rauskommt. Hatte das eine zweite Tür? Nee, ne? Das hier ist der Eingang, ne? Doch, hinten auf der anderen Seite, glaube ich. Das ist noch eine Tür. Geh doch mal gucken. Hinten ist noch ein Eingang. Gut, sehr schön. Hinten und vorne hat das Eingänge. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt weiter. Gucken wir uns da vorne die Felsen noch an, wie die sind. Da unten die Scheune nochmal. Oder den Stall ist das? Walker, war das hier für dich auch gut? Für Scharfschützengewehr auch, oder? Ja, ich würde vielleicht noch einen Tick höher am Hang sein, aber geht schon, passt schon, kann man schon was wirken. Ja. Da hast du hier halt auch so ein bisschen so den kleinen Rücken, dass du dich dahinter verschieben kannst zur Not. Ja, ich hab ein paar Säcke dabei, ich kann noch ein bisschen was bauen. Alle, wir befinden uns jetzt an ca. 100-200 Meter unter Position potenzielle Stellung auf dem Hügel, haben gerade Richtung 240 hinter einem Baum jemand mit Waffe gesehen, der gefunkt hat, potenziell Speer, komm. Ja, so verstanden, Entfernung zu ihm, komm. Ja, ich sehe da glaube ich einen Speer. Entfernung ca. 50 Meter, komm. Nach West? Ja, versuchen Sie, Menschen jetzt hinter den Bäumen sind große Steine. Ja, gesehen. Um irgendwelche Informationen rauszukriegen, komm. Oder sind das eigene? Ja, das könnte schwer werden. Diese Person hat sich gerade verdünnisiert, um es mal so auszudrücken, komm. Das sind die eigenen. Ja, dann vielleicht mit Warnschüssen irgendwie mal zum Halten bringen, komm. So, dann gucken wir jetzt hier nochmal rein, ob wir hier nach... Die Person hat sich in Luft aufgelöst, komm. Ob wir jetzt hier nach Süden noch gucken können. Ich weiß, was Sie sagen wollen, alles klar. Ja, dann führen Sie den Auftrag weiter fort, komm. Verstanden, Freunde.
Ja, ist auch nicht so gut, vor allem, weil man nicht dann wegkommt, ne? Man sieht die Straße auch nicht. Ja. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt nochmal zum gelben Haus, bereiten eine Stellung vor, zumindest vor der Tür, vor dem Haus vor der Tür. Und dann gehen wir zurück. Das okay. Ist dann da links das Ding, was offen ist. Das müssen wir dann noch befestigen. Ist das der ganze Graben? Dann mach noch einen dran bis zum Stein. Es geht schlecht. Das Gelände, weil es nur so ein bisschen abschüssig ist, hält der Sand nicht so gut. Okay, dann mach es wenigstens so, dass du halt dann nach Westen ausgerichteten noch hast. Oh! Beschuss? Auf uns? Ja, Entdeckung. Hier Team 1, wir haben Beschuss aus Südwest. Keine Sicht auf den Schützen, komm. Sichtkontakt hergestellt. Ja, so verstanden. MW1 ist auf dem Weg, um das zu klären. Komm. 240, Kopf guckt raus. Sichtkontakt hergestellt. Korrigiert MW2. Feuerfreigabe? Ja, wir kämpfen. Wo siehst du den? Ja. Wo? Nur noch die Kappe guckt raus, der Rest ist irgendwie zu komisch mit dem Stein verschmolzen. Wo? 240. Ja, ist mich am Kopf. Ich muss mich mal zurückziehen. Das ist für mich same auf mich. Vorsicht, Dominik. Ja. Okay. Ich kann den schlecht bekämpfen, nur die Kappe guckt raus. Position, ihr könnt euch jetzt eingraben, versucht euch da mit Stellen Richtung Süden und Südosten aufzubauen. Ja. Feind bekämpft. Ja, check, du verstanden. Komm. Hier, ich hab einen Bergkügel. Hier NW1, der Feind, der uns beschossen hat, ist bekämpft worden von uns, komm. Ja, somit. Komm. Bocke, mach die Stellung hier fertig. Positiv, wird das schon im Auftrag. Was soll ich machen? Campbell, du kannst Walker da beim Graben unterstützen. Okay. Seid ihr fertig? Bot. Zum Abschluss kommen, wir gehen jetzt zum Stellungshaus. Dann. Go. Blaues Team. Ihr macht jetzt hier vorne unterhalb der Bäume an den Straßen noch Stellung hin, vielleicht da an der Mauer auch oder sowas, dass wir eben rüberspringen können, dass wir Sprungziele haben zwischen dem gelben Haus, der Straße, um dann hier hinzukommen. So, verstanden? Campbell? Ja, genau, blau. Ah, okay. Verstanden. So. Ja, Campbell, geh mit Lee. So. Wir befestigen das Ding hier jetzt noch, Walker. Also Richtung Straße sollen die aufbauen, oder was? Dann mach du mal, Walker, mach du mal da eins an die Ecke, Richtung Busch. Dass da dicht ist. Ich mach hier den Eingang zu. Walker, bist du da? Break, Kontakt südlich des zuletzt bekämpften Kontaktes, ungefähr Squad-Stärke, komm. Copy. Actual, hast du was mit? Walker. Ich hab beim Stellungshaus einen Ausfall. Walker ist down. Squad wieder an alle auf klar erkennbaren Feind. Ist feuerfrei. Es handelt sich um amerikanisch aussehende Feinde, also westliche Waffen und uniformierte Menschen. Dementsprechend alles, was eine Waffe hat und sich hierher bewegt, wird als Feind angesehen. Komm. Verstanden. Frage Feuerstatus, komm. Feuerstatus auf erkannten Feind. Grün. Verstanden. Feuerstatus grün. Ich wiederhole nochmal, ich brauche einen Sani beim Stellungshaus, komm. Wiederhole, Sunny brauche ich beim Stellungshaus, komm. Ja, so verstanden, Sunny ist beim Stellungshaus unterwegs. Copy.
hat er gemacht, glaube ich. Hätte kassiert. Hätte kassiert, ja, eben zu passen. Okay, das ist interessant. Ah, du sitzt jetzt noch fest hier, Kolbert, oder was? Ne, ich geh jetzt wieder rüber. Ah, check. Oh! Das ist der RPG-Beschuss. Blau, Flagge, Status, komm. Blau, soweit grün, grün, Beschuss durch Panzerfaust, komm. Verstanden. Ihr habt noch kein Fahrzeug da, oder? Komm. Blau, Frage, habt ihr ein Fahrzeug da? Kommen. Weit negativ kommen. Copy. Wenn Walker aufwacht, soll er den Humvee mit FLW mitbringen zum gelben Haus. Ah, ich richte ihm aus, falls er okay. Das passiv nicht mithören konnte. Alles klar, ich bin unterwegs zum gelben Haus. Ja, so verstanden. Blau, ich komme zu euch aus West. Eigner? Ja. Ja, das passiert immer noch keine Kontakte, richtig? Komm. Sieht's aus da? Ich keinen gesehen. Kontakt, Squad-Stärke, Richtung Südwest ungefähr. Okay, dann geht mal ins Haus rein, dann könnt ihr habt ihr mehr Deckung. Geht ins Haus rein, Leute. So mit. War diesmal richtig getroffen. Ich habe auch gerade einen auf die Brust bekommen. Ich glaube, die nähern sich mittlerweile aus Süd. Ja. Actual von 1, wir haben Feindantritt aus Süd. Ja. Entfernung 150. Ist eine Squad-Stärke. Campbell. Da. Campbell. Ah. OLG, auf das Squad da unten. Im Süden haben wir ein Squad unter das war. Wir haben im Süden ein Squad 150. Ja. Da will ich eine OLG drin haben, mindestens eine. Außerdem, wenn Lida noch mehr hat. Siehst du sie? Negativ. Ja, da, da. Wenn das eine Gruppe ist, eine OLG rein. Die bleiben lieb. Ja. Wow. Muss mich verhasten, ich blute wieder. Ich glaube, die sind hier unter den Bäumen. Fast. Lade. Direkt raus Richtung Süd. Ja. Campbell? Ja, Moment. Rechter. Jetzt sofort. Rechter Ausläufer von den Felsen genau Süd. Ja. Da ist Feind. Entfernungen sind 120, da eine ULG rein. Vorsichtig, komm wieder. Feinkontakt auf 160 am Hang hoch. Campbell ausholen. Ja. Tür hier zu. Hast du die links gesehen? Ich hab's gesehen. Hast du links die gesehen auf 160? Lenkerausläufer vom Felsen. Da war mindestens einer. Ja. Kompass. Ich glaube, Campbell ist tot. Seine Waffe da liegt. Team 2 von Team 1, kommen. Team 2 hört, komm. Frage, ist Actual noch am Leben, komm. Team Actual ist noch am Leben, komm. Ach schon, Ende. Melde! Break, break, break! Der ist wie mit Minigun, Richtung Südwest, Süd-Südwest.
Straße! Ich bleib mal hier ein bisschen im Haus, ne? Ja. Walker, wirst du von dem beschossen kommen? Ich werde beschossen. Verstanden, Walker, bleib unten. Team 2 von Team 1 kommen. Ja, könntest du jetzt abweichen, aber bräuchtest du eigentlich nicht. Team 1 an alle, Minigun ist ausgeschaltet, kommen. Hast du denn jetzt gerade bekämpft? Ja. Oh, easy peasy, ne? Team 1 an alle, der SUV weicht aus nach La Pisagna, kommen. Gegen was für eine Force kämpfen wir gerade, wenn die Zugang auf bewaffnete SUVs haben? Ich hab nicht wirklich zugehört, irgendwelche radikalisierten Schießbestots. Das war schon mal. Eins von zwei, Frageverständigung, kommen. Team 2 Standby, der klettert dem RPG-Schützen die Spotting-Dinger. Copy. Also ich habe hier so ein MAE Dog Edition, das ist straight out of Asia. Wann wird denn der wieder wach hier? Was ist denn los? Also auf Schwarz und Weiß sollte er jetzt eigentlich schon lange wach sein. Aber in der Praxis. Jetzt wo, wir haben gerade nur halbe Kampfkraft, aber können Stellung halten, kommen. Ja, so verstanden, wer ist ausgefallen, komm. Campbell ist KIA und Lee ist noch bewusstlos. Der wird versorgt kommen. Ja, so verstanden. Versuchen Sie die Stellung weiter zu halten. Der Crewmedic bleibt erstmal auf Ihrer Seite kommen. Verstanden. Zu Ende. Sie dann alle Informationen aus Südosten. Hat sich ein Fahrzeug genähert. Mit Bewaffnung drauf. War relativ schnell unterwegs. Haltet die Augen offen. Jedenfalls kriegen wir gleich nochmal Besuch, komm. Team 1 hat verstanden, komm. Team 2 hat verstanden, komm. Campbell, Waffe in die Hand, für dich Sicherungsbereiche 160 bis 200, da aus dem Fenster raus. 160. Bis wohin? 200. Okay. Robert? Mit der Waffe, nicht mit dem ausgestreckten Finger, bitte. Du hast ja gehört, da kommt ein Fahrzeug, also mach wieder deine Scharfschützenmagie. Ja. Okay. Hast du Sicht aufs Fahrzeug? Ich habe eben die Reifen einmal gesehen, ich habe keine gescheite Sicht. Negativ. Wo war das? Es kommt wieder mit neuem Schützen!